geil, Schule schön, das werden auch die Lehrer. Scheiße! Was? Mein kleiner Bruder will mir schon wieder in die Schule nachdackeln. Blas mir ein. Nein, du kannst nicht mit mir in die Schule gehen. Ja, schwör ab, Mini-Dildo. Zum letzten Mal, Alter, nenn meinen Bruder nicht Dildo. Na gut, verzisch dich, du samenspuckende Mini-Arschfresse. Oh. Lässig, Alter. Ja, kennst du das schon? Fertig, Ike? Babyfreistoß! Lass den Babyfreistoß scheiße! Babyfreistoß! Au! Cartman sieht aus, als hättest du letzte Nacht nicht geschlafen. Das liegt an den scheiß Albträumen, die ich die ganze Nacht hatte. Hey, echt? Was war? Naja, ich hab geträumt, ich lieg in meinem Bett und es ist dunkel. Und auf einmal erfüllt ein helles Blues Licht den ganzen Raum. Und langsam geht die Zimmertür auf. Und dann weiß ich bloß noch, dass man mich durch einen langen Gang geschleift hat. Und dann wollten mich diese schrecklichen Aliens aufschlitzen. Die hatten Monsterschädel, riesige schwarze Augen. Boah, Außerirdische, aber voll, Mann. Was? Das war kein Traum, das waren Außerirdische. Aber meine Mom sagt, das war bloß ein Traum. Es gibt Außerirdische. Sie... Momentchen, das hatten wir doch alles schon mal. Ja, kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Was zum Henker redet ihr da für einen Scheiß? Cartman, schon vergessen, wie du das letzte Mal geträumt hast? Schnauze, ihr wollt mir doch bloß Angst einjagen. Nein, Alter, das gab's schon. Außerirdische haben dir ein Gerät verpasst, wir haben dich an den Baum gebunden und du warst auf ihrem Schiff, schon vergessen? Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ernsthaft? Die Außerirdischen haben doch mein Gedächtnis gelöscht. Ich erinnere mich an alles. Ike wollte mit dir zur Schule, dann der Babyfreistoß, dann hat Cartman seinen Alien-Traum erzählt. Ja, und dann kam Chefkoch mit seinem Wagen. Hallo, hallo, Kinder! Und dann hast du gefragt, was gibt's denn heute zu essen, Chefkoch? Heute servieren wir Steak Madagaskar mit Butter. Mit Butternudeln, wahlweise überbackenem Bohnen oder Gemüsepotpourri. Seltsam! Sagt mal, hat jemand von euch gestern Nacht das Raumschiff gesehen? Was zum... Chefkoch, das ist eine Wiederholung. Eine Wiederholung? Cartman ist gestern Nacht von Aliens besucht worden und jetzt erleben wir die Wiederholung des letzten Tages. Ich hasse Wiederholungen, Alter. Ich hatte schon den ganzen Morgen so ein Gefühl von Déjà-vu, Kinder. Ich wusste, dass hier was schräg läuft. Am Anfang hat Cartman eine Sonne in den Arsch bekommen. Wir müssen Eric unbedingt zu einem Proktologen bringen.